Björn Joppe gerade mit dem Bonner SC knapp gegen Fortuna Köln im Derby 1-2 verloren. Zunächst mal, wie sieht Ihre Analyse des Spiels aus? Ja, ich denke mal, dass wir das Spiel aufgrund der ersten Hälfte verlieren, dass wir da den sogenannten Männerfußball, den körperlichen Fußball nicht angenommen haben, dass man da angemerkt hat, dass Köln da ein bisschen griffiger war und williger. Ich glaube, wenn wir so spielen wie in der zweiten Hälfte, auch vom Engagement her, verlierst du hier nicht. Daher ist es sehr, sehr ärgerlich, dass wir hier 2-1 verlieren. Aber wir haben, glaube ich, das große Glück, dass es in 3 Tagen weitergeht. Klar, gegen Tabellenführer ist natürlich dann auch nicht so einfach, aber da können die Jungs von Anfang an ein anderes Bild zeigen. Ja, Sie haben es schon angesprochen, in der kommenden Woche werden die Aufgaben ja nicht einfacher. Mit Dortmund und Münster treffen Sie auf weitere 2 Spitzenteams. Welche Chancen rechnen Sie sich gegen diese aus? Nochmal, ich habe es auch vor dem Spiel gesagt, den Jungs, wir brauchen uns vor keinem verstecken. Wir haben in den letzten Wochen guten Fußball gezeigt und wir haben auch wie Fortuna Düsseldorf, die auch wieder waren, dominiert. Man hat heute auch in der zweiten Hälfte wieder gesehen, dass wenn die Einstellung passt und das Engagement, dass wir uns vor keinem verstecken müssen. Und wie gesagt, Dortmund und Münster, das sind 2 Spiele, es geht auch über 90 Minuten. Vielleicht müssen wir uns das Quäntchen Spielglück auch dann erarbeiten. Aber ich sag mal, wir haben nichts zu verlieren. Abschließend Hand aufs Herz, wie groß ist Ihre Hoffnung auf den Klassenerhalt noch? Nochmal, wenn ich dann immer höre, jetzt ist ein Rückschritt oder sonst was. Also es war nicht davon auszugehen, dass wir jetzt die 20 Spiele in der Rückrunde gewinnen. Dass es immer mal irgendwo ein Spiel gibt, was du verlierst, ist klar. Ich habe immer gesagt, dass am letzten Spieltag entschieden wird und so wird es auch sein.